Hab gerade den Namen vergessen. Kann ich sie? Wie heißt unser See? Nepo. Neposee? Der heißt Humboldt. Humboldtsee, genau. Nochmal. Humboldtsee, angekommen. Und Anton hat für 8 Gäste gedeckt. Nicht so schwingen, nicht ganz so doll. Für 8 Gäste, falls uns jemand besuchen möchte, am Humboldtsee. Minicamping am Oktober, ersten Oktoberwochenende, ne? So, aber Blätter suchen. Aha. Freunde, ich sag euch, Alter, wir haben immer noch nicht den Audiomat, deswegen hört man wahrscheinlich auf der GoPro gar nicht, wie geil hier der Wind durch den Bäumen rauscht, sondern nur. Wir sind jetzt am Humboldtsee über das dritte Oktoberwochenende, also das lange Wochenende mit Brückentag, 4 Nächte. Und es ist richtig schön hier, finde ich. Also wir stehen da, so mit Blick hier auf den See. So zwischen den Bäumen durch, direkt am Spielplatz. Das findet Anton natürlich total super. Komm in den Sandkasten! Da unten geht es weiter zum Ufer. Und hier gibt es auch relativ viele so. Guck mal, das hier ist glaube ich so ein Glamping-Zelt. Da oben sind auch viele, ganz viele von diesen wie heißen die denn, Schlafhässern. Also diese fassförmigen Dinger, in denen man irgendwie pennen kann und das Nötigste hat. Quasi ein Zelt aus Holz. Man hat hier so ein bisschen Blick. Ich weiß gar nicht, ob das der Eid ist auch oder ein Ausläufer davon oder irgendwas anderes. Aber der Humboldtsee ist ja hier am Eid irgendwo. Klein, aber schön, ne? Der See. Du bist der Fischer. Was gibt's denn zu fischen? Das Boot fährt los. Oh ja, ich glaube, das ist angebunden, oder? Ich glaube auch. Ein neuer Morgen am Humboldtsee. Echt schön. Und jetzt kam gerade sogar die Sonne. Man sieht es, glaube ich, noch. Wieder die Sonne durchkommt. Und vorher war das alles ganz neblig. Und da kommt die Sonne durch. Ich komm, du kannst mich nicht in der Kamera kriechen. Wahrscheinlich nicht, ne? Wie die? Wie hoch? Wie die? 30, 100 hoch mal. Wie die Berge, haben wir gerade gesagt, ne? Noch höher. Knallhart, der Typ, ey. Wir haben Oktober. Und dann sagt er, hier, ich will jetzt mal baden. Ey. So, gehen wir in die Küche? Mhm. Kescher. Gerade Kastanien zu keschern. Oh, jawoll! 2? Eine? Der Rest sind Steine. Jawoll! Da können wir ja gleich richtig verrückte Kastanienfiguren bauen. Bin ich schon ganz glitschig. Eine Feder. Alltag beim Camping. Dem jungen Mann wird auf Toilette vorgelesen. Herbstcamping heißt Bastelcamping. Oh,
Mami? Wow! Wie hast du es genannt? Helikopterattacke. Helikopterattacke. Genau. Soll ich mit anfangen? Ja? Nee. Okay, dann muss ich die Runde. Gute Tag! Gute Tag! Wie weit wir fahren? Oh, so weit ich kann! So dürfen wir noch gehen! Die Babyschaukel hält mich und das Baby. Guck mal, wir essen hier gerade am Humboldtsee was. Ich habe einen Schnitzel bestellt. Ich glaube, das ist das erste Mal in meinem Leben. Das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich einen Schnitzel bestellt habe, das nicht paniert ist. Das ist einfach ein Stück Fleisch. Sehr lecker. Aber trotzdem völlig verrückt. Da ist der See. Da ist Anton. Hast du schon erzählt? Es geht allen besser ein bisschen. Nee, habe ich noch nicht erzählt. Das machen wir jetzt bei der Essensversion. Letzte Nacht haben wir alle mit Kotzen verbracht. So viel sage ich schon mal. Teaser. Bis später. Muss man ja auch mal festhalten, ne? Heute Nacht waren wir plötzlich um 3 alle wach. Und jemand musste spucken. Dem anderen war auch schlecht und. Nicht so eine überraschende Nacht oder gute Nacht. Aber dann schlägt dann seine Pläne um. Eigentlich wollten wir nämlich heute, ich weiß nicht, ob man sie sieht, siehst du sie gerade? Die, wie heißen die? Segelflieger. Aber bei dem schönsten Wetter, nachdem wir alle nochmal geschlafen haben, chillt und erholt man sich einfach, ne? Und dann geht langsam schon wieder ein Eis, dann geht schon das. Und dann ist man froh, dass es nichts Schlimmeres gewesen ist. Und man chillt einfach mit einem Buch. Hallo. Schöne Grüße vom Humboldtsee. Komm, wir sitzen hier gerade. Boah. Ist der 1. Oktober. Oh, wir haben bestimmt 20 Grad, die Sonne scheint. Wir können hier die ganze Zeit den Segelfliegern und Paraglidern zugucken hier am Hang. Mega schön. Wir haben es ja gerade schon angeteasert. Letzte Nacht haben wir leider ein bisschen mit Kotzerei verbracht. Wir wissen leider nicht so richtig warum. Anton hatte auch richtig heftig Durchfall dann einmal heute Nacht. Muss man dann, ich will gar nicht so ins Detail gehen. Oh, auf jeden Fall nicht so geil. Aber ansonsten ist der Platz echt super schön. Preis-Leistung stimmt halt gar nicht. Der ist halt sehr teuer und dafür bietet er einfach
nicht viel. Auch die sanitären Anlagen und so, so richtig sauber ist das nicht. Ist alles ganz schön abgerockt und so. Keine Ahnung, also es ist ein schöner Platz, aber Preis-Leistung passt nicht. Und ja, ansonsten, ne, wollen wir gerade essen. Erstmal in meinem Leben Schnitzel bestellt, das nicht frittiert war. Es war einfach ein Stück Fleisch, also es war sehr lecker auch trotzdem, aber halt kein Schnitzel. Ne? Naja, naja. Timo, ich hab 57. Ja, siehst du, dann hab ich wieder gewonnen. Nice. Oh, vor allem hab ich dir eine Silberkarte abgemopst. Yo. Bin ich dran? Yes. Ich nehme die von 5 zu 3. Von da nach da. Ja. 53. Dann habe ich mehr. 88. Ich kann nicht sehen. Auf der Kamera auch? Was? Auf der Kamera auch? Was? Sieht man mich auch auf der Kamera? Ja. Ihr beide seid komplett voll mit Schoko, bevor ihr irgendwas anfasst. Ne, bevor ihr irgendetwas anfasst. Ich bin nicht voller Schoko. Du bist komplett voll rundum mit Schoko. Nein, nein, nein. Okay, jetzt nicht verschmieren. Eckart, Meister. Schnutte lassen, komm, Snack. Du hast doch deinen Tritt, dann siehst du. Hast du das gerade so abgeschmiert und dann noch gegessen? Ja. Papi? Papi, das ist ein schwarzer Kürzer. Er ist ganz gut laufen. Oh! Papa muss einfach keinen Herzinfarkt kriegen. Wow! Du bist auch ein Schwarz. Ich fand's wirklich toll. Super! Papi? Ich soll dich ins Wasser schmeißen? Nein, Dick! Ich soll... schmeiße ich ins Wasser? Und ich schmeiß Mama ins Wasser dann? Ja! Nein, doch! Dann mach ich Mama ganz nass. 1, 2, 3, 4, 5, Stopp! Spring mal rein da! Murmelbär ist kalt. Abbaden. Ne? Ja. Oh ja, danke. Vielleicht habe ich danach. Gib mir doch die Kamera. Wie ist das Zauberwort? Geh doch ganz leicht. Hallo, gib mir die. Guck mal, wer dir Hallo sagen will hier drin. Hallo, hallo. Morgen geht's nach Hause. Es wird hier gerade duster. Wir haben Anton die Funzel auf den Kopf gesetzt, weil der hier mit dem Roller noch rumrömert. Den siehst du auf jeden Fall auch noch vom Mond aus. Haben
haben schon abgebaut weitestgehend, also zumindest die Markise, dass es morgen regnen soll. Guten Morgen am 3. Oktober 2023. Sieht zwar nicht so aus, aber es ist super warm. Wir sitzen hier barfuß in kurzer Hose und T-Shirt draußen. Im Wohnwagen haben wir über 20 Grad, also es ist echt warm. Und das war die 215. Nacht im Wohnwagen heute. Und wie hast du geschlafen? Schön. Ich habe auch gut geschlafen. Alle haben gut geschlafen. Die kleine Lütte in Mamas Bauch hat heute Nacht Purzelbäume gemacht. Wie eine Verrückte, die ich meine Hand auf dem Bauch liegen hatte. Völlig crazy. So, jetzt müssen wir hier noch richtig Rambazamba machen, aufräumen. Alles putzen, alles einwintern. Abwaschen. Und dann geht's schon wieder nach Hause, ne? Abschließendes Fazit zum Humboldtsee Park heißt er, glaube ich, der Campingplatz. Von der Location echt schön, also wirklich. Ne? Man hat es ja hier auch auf den Videos immer gesehen. Hier der Blick in die Berge, geht abends die Sonne unter über dem Berg und so. Der See ist echt sauber, kann man toll drin baden. Aber Preis-Leistung stimmt überhaupt nicht. Also die Duschen sind echt eine Frechheit. Die Toiletten sind relativ dreckig, irgendwie, das sieht man auch selten. Aber ansonsten, wie gesagt, eigentlich ganz schön. Und dann hören wir uns später. Da werden die Blätter gelb.